Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute machen wir wieder einen Strudel, und zwar einen Gemüsestrudel. Gefüllt wird der mit Gemüse und mit Käse. Und dazu gibt es einen Sauerrahm-Kräuterdip, den machen wir auch noch selbst. Und dann fangen wir mit meinem Strudelteig an, weil der muss ein bisschen rasten. Ich habe wieder meine 300 Gramm Mehl. 380, 382 Gramm Wasser und meine 30 Gramm Öl. Und dazu wieder eine Prise Salz, die gebe ich wieder gleich hinzu. Genau, und dann fangen wir das Ganze wieder an zu rühren. Ich gebe dann den Rest hinzu und dann wird er wieder auf der Arbeitsfläche geknetet und ein bisschen geschlagen. Maschine sind wir fertig. Jetzt können wir ihn rausholen aus der Maschine. So. Geben wir ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche noch dazu. Zum Kneten. Also glattes Mehl, falls jemand die Frage stellt, ist natürlich glattes Mehl, kein griffiges. Und den ganzen lasse ich dann wieder ungefähr eine halbe Stunde, lasse ich den ziehen, also ruhen, dass er nachher schön zum Ziehen geht. Jetzt knete ich am Anfang ein bisschen, dann werde ich ihn wieder ein bisschen schlagen auf die Arbeitsfläche, also schmeißen oder wie ihr es nennen wollt. So, und den ganzen lege ich wieder, entschuldige, das Ganze lege ich dann wieder auf einen Teller bei guter Raumtemperatur und lasse ihn wieder eine halbe Stunde ziehen. Währenddessen kann ich das ganze Gemüse vorbereiten, mit Anschwitzen, mit Würzen, mit dem Käse und allem drum und dran, und dann ziehen wir den und dann füllen wir ihn und dann können wir ihn schon backen. So, machen wir weiter mit dem Gemüsestrudel. Dafür habe ich meine Paprika. Einmal Karotten, dann Zucchini und eine Zwiebel. Die schneide ich mir fein. Die Paprika schneide ich mir in Streifen und die anderen Sachen lasse ich durch die Reibe durch. Also die reibe ich kurz mit der Hand. Mit dem fange ich auch an. Ich reibe mir kurz meine Karotten. Das Ganze schwitze ich dann in einer Pfanne an, immer mit ein bisschen Knoblauch, und ich mache mir eine Gewürzmischung aus Oregano, Majoran, Salz, Pfeffer, Knoblauchsalz, normalen Salz, und was ihr noch dazu wollt, ihr könnt natürlich auch Paprikapulver oder Curry oder, wie gesagt, ganz wie ihr das wollt. Ich mache das eben ganz simpel mit Salz, Pfeffer, Muskat,
Oregano, Majoran. Wenn ihr auch natürlich zu Hause habt, weil jetzt geht ja dann bald die Zeit an, dass man frische Kräuter wieder kriegt mit Petersilie und Schnittlauch. Kerbel würde auch gut dazu passen. Kann eben alles auch verwenden. Eben alles mit anschwitzen und dann geht das relativ gut. Reiben ist ähnlich viel dabei, wie gesagt, das mache ich jetzt bei der Karotte und bei der Zucchini. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich mit dem Paprika weiter mache. So, ich habe jetzt meine Karotten gerieben und meine Zucchini gerieben und mache jetzt weiter mit den Zwiebeln. Die schneide ich eben fein zusammen. Wer sich jetzt wundert, ich lasse mit Absicht die Karotten und die Zucchini separat und natürlich auch die Paprika, die schwitze ich alle separat an. Gebe überall einen kleinen Teil vom Zwiebel hinzu und schwitze das Ganze eben ganz normal an mit Knoblauch, mit Zwiebel und mit der Gewürzmischung. Aus dem Grund, dass ich das nachher auch noch separat habe, dass ich das dann im Strudel drin so ein bisschen schichtenmäßig machen kann. Dass ich zum Beispiel anfange, dass ich unten die Karotten mache und in der Mitte mache ich die Zucchini und oben drauf die Paprika und dann rolle ich das Ganze ein zum Strudel, weil bekanntlich isst ja das Auge mit und ich hoffe mir, wenn ich dann anschneide, dass ich den gewünschten Effekt habe, dass eben das dann eine schöne, nicht ganz dreifarbig, weil da beim Paprika ist natürlich auch grün dabei, aber dass man so ein bisschen einen leichten Unterschied erkennt zwischen den ganzen. So, der Zwiebel ist geschnitten. Dann fangen wir mit dem Paprika an. Das schneide ich eben oben und unten das ein bisschen so ab. Dann kann ich das Innenleben nämlich schön rausnehmen. Das Weiße braucht man nicht, was innen drin ist. Auch nicht, schneiden wir auch weg. So. Gelb machen wir es genauso. Also 30 Stücke und dann schneiden wir diesen feinen Streifen mit runter. So, teilen wir gleich mal kurz den Zwiebel auf. Ungefähr ein Drittel zu den Karotten, ein Drittel zu den Zucchini. Dann muss das kleine Brett bleiben. Schneiden wir da noch auch durch.
So, bevor ich jetzt mit dem Anschwitzen weitermache, mache ich noch kurz meinen Kräutertipp. Da gebe ich ihm zwei Becher Sauerrahm zusammen. Dann gebe ich von meiner Gewürzmischung gut was rein. Eben wie gesagt, Salz, Knoblauchsalz, Oregano, Majoran, Salz und Muskat. Und einen guten Löffel voll Knoblauch. Das Ganze rühren wir jetzt gut. Super. Das ist jetzt fertig, das gebe ich nur noch in eine Schüssel und dann ist das schon super angerichtet. So, dann machen wir weiter mit dem Anschwitzen. Tue wieder ein bisschen Öl rein. Ich fange mit dem Paprika an. Dann habe ich da meine Knoblauchpaste, meine Gewürzmischung. Jetzt schaue ich, dass die Pfanne gut heiß wird, dass ich das gut anschwitzen kann. So, die Pfanne wird langsam heiß. Dann gebe ich einen guten Löffel Knoblauchpaste hinein. Dazu dann gleich die Paprika. Erstmal kräftig würzen. Dann schaue ich, dass ich das gut anschwitze. Das Ganze schwitze ich aus dem Grund gut an. Ich meine, er kommt natürlich in den Ofen, aber das ganze Gemüse lässt relativ viel Wasser. Und beim Strudel, wenn relativ viel Wasser drin ist, dann wird er nicht von draußen, also vom Teig her nicht knusprig, sondern wird eher innen das ganze lätschert oder so wie Gummi. Und das wäre nicht das Ziel, was ich haben will. Darum schütze ich das Alter alles jetzt kräftig an und würze es natürlich auch kräftig, dass das gleich mal ordentlich Geschmack hat. Genau. Und das ist eh bei allen gleich, sprich ich mache das Ganze jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, dass ihr das nicht zu lang ziehen müsst.
Ah, da auch nochmal ein wenig abbrochen, passt schon. So, jetzt machen wir weiter mit dem Strudel, mit dem Ausziehen. Dafür brauche ich ein bisschen Mehl. Und da ist mein Strudelteig, der hat jetzt ein bisschen gerastet. Fangen wir an auszuziehen. Am Anfang kann man das nur in der Luft machen, relativ schön. Ich habe mal gesagt, wenn man Strudelteig zieht, dann soll man eine Zeitung durchlesen können, da hat er die richtige Dicke. Also der wird wirklich hauchdünn und durch das, dass man ihn nachher einrollt, wird er eh wieder ein bisschen dicker. Und am Rand, was ein bisschen überbleibt, das Dickere, das kann man nachher mit dem Messer schön wegschneiden. Das Ganze im Strudeltuch, dass man ihn schön rollen kann, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Die paar Löcher sind nicht so schlimm, weil man fühlt eh da, wo die wenigen Löcher sind. Genau, jetzt haben wir eine gute Größe. Dann werde ich das Ganze jetzt füllen, so wie ich vorher gesagt habe. Das Auge immer ein bisschen mit ist. Füllen wir eine Schicht mit Paprika aus. Da gebe ich dann gleich wieder ein bisschen Käse drüber für den Geschmack. Machen wir Karotten drüber. Also füllen tue ich immer so zwei Drittel lasse ich ungefähr nicht befüllt vom ganzen Teig und ein Drittel befülle ich, dass ich ihn nachher eben schön rollen kann. Und nicht bis ganz zum Rand, weil dann schlägt man nachher ein bisschen ein, dass wenn ihr dann backt, eben nicht an der Seite ausbricht und da das Ganze wieder rauskommt, die ganze Fülle. So, dann geben wir wieder Käse drüber. Dass man ein bisschen so eine Schicht dazwischen hat, dass man nachher das optisch ein bisschen unterscheiden kann. Und oben drauf geben wir die Zucchini.
Den Ofen habe ich mir schon vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und den lasse ich eben so lange backen, bis er schön goldbraun ist. Weil durch das, dass man das Gemüse schon angeschwitzt hat, muss man eben nicht warten, bis das Ganze weich wird. Weil es ist eben ein bisschen weich. So, jetzt geben wir nochmal ein bisschen Käse drüber. So, jetzt schneiden wir noch kurz den Rand weg, den dickeren. Den brauchen wir nicht. Das Ganze muss jetzt natürlich ein bisschen zügiger gehen, wie bei einem süßen Strudel. Zum Beispiel, wie ich euch schon gezeigt habe, ein Apfelstrudel. Weil hier ist natürlich die Fülle warm. Das wirkt sich natürlich ein bisschen auf den Teig aus, nicht dass uns der kleben bleibt. Und dann schlägt man eben die Seiten ein, mit dem Strudeltuch. Hier auch. Und dann kann man... Ja. Das ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Der ist mir bicken geblieben. Aber geht noch. Das Ganze dann ein bisschen einschlagen, dann habe ich hier schon mal Blech vorbereitet. Dann kommt mein Strudel drauf und so werde ich ihn jetzt auspacken und ich zeige ihn dann, wenn er fertig ist. So, mein Gemüsestrudel ist jetzt fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch guten Appetit. Und noch dazu, ich habe jetzt den übrigen Strudelteig genommen und habe mir so ein kleines, weiß nicht, was sieht, warte mal kurz, habe mir so ein kleines Sämmelchen draus gemacht, dass man den übrigen Teig nicht wegschmeißen muss. Kann man natürlich mit allem möglichen, sagen wir mal, bestreuen, Sesam, Salz, wie ihr das wollt. So kann man den übrigen Teig eben auch ein bisschen verwenden. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche allen guten Appetit.